Karate-Landesmeisterschaft. Dem SV Holdenstedt glückt nach sechsmonatiger Vorbereitungszeit die perfekte Ausrichtung. Thomas Düffel und sein Team hatte die Karate-Landesmeisterschaft in der Heckhalle auf die Beine gestellt. Ja, herzlich willkommen bei der Karate-Landesmeisterschaft hier in Uelzen. Wir sind der ausrichtende Verein. Wir richten diese Landesmeisterschaft hier aus. Und es ist uns gelungen, das erste Mal diese Landesmeisterschaft hier nach Uelzen zu kommen. Man hört schon im Hintergrund, hier laufen noch einige Kämpfe. Da ist natürlich immer viel Action angesagt. Und das gibt hier wirklich einige ganz interessante Kämpfe zu sehen. Und wir haben eine Gesamtanzahl von 180 Starter. Das heißt also, das ist für uns eine Riesenaufgabe, dieses tolle Turnier hier über die Bühne zu bekommen. Und im Hintergrund arbeiten viele Leute ganz hart daran, dass das alles hier zu einem großen Erfolg wird. Ich hoffe, dass ich auf diesem Wege den Zusehern auch mal den Karatesport etwas näher bringen kann, dass die Leute auch mal sehen, dass hier richtig toller, dynamischer Sport ausgeführt wird. Ja, wie gesagt, es werden noch ein paar Bilder folgen und ich wünsche da viel Spaß bei und lassen Sie sich überraschen. Im Landkreis Uelzen ist der Karatesport eher eine Randerscheinung. Neben dem SV Holdenstedt hält lediglich der MTV Bad Bevensen ein entsprechendes Angebot parat. Die Sparte des SV Holdenstedt umfasst aber lediglich ca. 70 Aktive. Nachwuchs ist daher natürlich weiterhin willkommen. Für die Landesmeisterschaft waren im Gegensatz zu den Vorjahren keine Karatekas aus hiesigen Vereinen am Start. Das allerdings tat der guten Stimmung an den Matten und auf den Rängen keinen Abbruch. Bleiben, ja.
Die Zuschauer sahen aktionsgeladene Kämpfe, die aber dennoch von fairem Miteinander geprägt waren. Auch wenn es mal eine blutige Nase gab. Was war es eigentlich? Was ist passiert? Also, hauptsächlich muss Karate Spaß machen, aber manchmal passieren solche Dinge. Man muss das nicht jetzt so in sich nehmen. Es hat Spaß gemacht zu kämpfen. Die Sache war, ich war in Führung und der Gegner konnte das nicht ab und hat zugeschlagen. Das gehört nicht zum Sport eigentlich. Ja, es war schon heftig, weil es hat nur geblutet und wenn das Stopfen hier runtergegangen ist, hat es nicht aufgehört zu bluten. Deshalb, aber Schmerzen oder so war es nicht. Das kommt auch dem Anreiz an. Wenn man hier auf der Kampffläche kämpft, dann merkt man das gar nicht. Hast du den Kampf gewonnen? Ich habe den Kampf gewonnen. Ich glaube 8:3 oder 9:3. Ah, Sport. Das ist das Beste. Und morgen sieht die Welt wieder ohne anders aus. Ja, auf jeden Fall. Morgen ist dann der Tag wieder so, wie es eigentlich ist. Okay, alles klar. Danke. Bitte. Es folgt jetzt der Einmarsch der Finalteilnehmer. Angeführt werden die Finalteilnehmer vom Karate-Nachwuchs des SV Holdenstedt. Also, für den Einmarsch der Finalteilnehmer bitte einen kräftigen Applaus. Hier sind die Finalteilnehmer! Ein besonderes Highlight war dann der Einmarsch der Finalisten. Angeführt von den kleinen Mädchen und Jungen vom SV Holdenstedt mit der Niedersachsenfahne. Finalteilnehmern und den verehrten Gästen hier in der Halle, allen offiziell meinen Kollegen vom Kampfrichterkollegium. Finale der Landesmeisterschaft 2014 hier bei uns in Uelzen. Ich will jetzt hier nicht viel erzählen, aber eine Sache ist mir ganz, ganz wichtig, und zwar die Leute, ohne die das hier alles nicht möglich gewesen wäre. Das Orga-Team. Kräftigen Applaus! So, ich weiß, ihr brennt alle tierisch darauf, den Sieger zu ermitteln, wer der Erste ist. Ich wünsche euch allen, dass ihr jetzt in der Finalbewegung noch wieder so viel Energie habt, dass ihr das in eurem gesetzten Ziel auch erreicht. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wir starten mit den Finalbegegnungen. Ich wünsche allen Finalteilnehmern gute Kämpfe.
immer so super. Jana, klasse. Hallo. Oh, top. Wow. Und dann hinten auch. Und ihr drei da hinten auch. Los, schlag mit ein. Hopp. 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 Super. Und alle zusammen. Und einmal alle zusammen. Oh. Yeah. Super. Eine Kata besteht aus einer Aneinanderreihung festgelegter Verteidigungs- und Konteraktionen gegen imaginäre Gegner, sozusagen Schattenboxen, und erfordert höchste Disziplin an Konzentration. Normal umgehen, man kann jetzt nicht patzig sein. Man muss es halt als Chance nehmen und sagen, nächstes Mal mach ich es besser. Und was hast du dazu? Du hast gewonnen, danke. Ja, ich habe gewonnen, also ich bin natürlich glücklich, weil ich jetzt gewonnen habe, viel trainiert, ja, war gut. Aber nicht traurig sein? Nee, Quatsch, nicht traurig sein. Nächste Woche geht's weiter in der Schweiz. Deswegen. Oh, in der Schweiz? Ja. Na, große Aufgaben war es, ne? Ja. Gut. Dann noch viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Thank you.
So kam es dann doch einige Male vor, dass der medizinische Dienst eingreifen musste. Das linke Team ist übrigens aus Rinteln und das ist echt ein Novum, weil das ist der Vater mit seinen beiden Söhnen in diesem Team. Also eine komplette Karatefamilie. Als besonderer Höhepunkt war wohl sicherlich der Kampf von Sören Mennerich, dem Lokalmatador aus Uelzen, der für seinen Verein Osaka Lüneburg alle einzeln und im Team erfolgreich seine Kämpfe gewann und verdient Landesmeister wurde. Thank you.
Ich rufe auf die ersten Platzierten. Wir kommen zur Jugend U16. Dritte Platz geht an Lukas Kutesis von Funakoshi Nordheim. Ah, das geht ein bisschen heftiger mit dem Beifall. Die Landesmeisterin ist Alina Schimpf, Funakoshi Nordheim. Jetzt wird es wieder laut, weil Landesmeister Osaka Lüneburg. In dieser Disziplin, mein Freund Martin Weber von Blauer Schulen. Bald wieder, vielleicht mal hier im Heidestück in Uelzen. Kommt gut nach Hause, auf Wiedersehen. Ja, nur hier sind der ganze Tag gut.
Mach mal. Ich bin sehr zufrieden. Bin natürlich wahnsinnig stolz auch auf mein ganzes Team, dass diese Riesenaufgabe hier am heutigen Tag gewuppt hat. Und ich denke mal, die haben das alles super toll gemacht. Ich bin echt stolz auf die Leute und ich selber freue mich jetzt auch, dass wir es endlich geschafft haben. Bin da sehr froh drüber und ich denke mal, dass alle sehr zufrieden waren mit der Ausrichtung hier. Und ich hoffe doch sicherlich irgendwann mal wiederkommen in das wunderschöne Örtchen Uelzen. Ja, wunderbar. Dankeschön.